Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, das Kido Freedom Light, die 1,20 Meter Version, habe ich jetzt seit einem Jahr in Einsatz. Genau, vor einem Jahr habe ich es gekauft und in dem Video möchte ich euch meine Langzeiterfahrung mitteilen. Ob sich der Kauf gelohnt hat, was vielleicht verbesserungswürdig ist, was schlecht ist oder nicht. Genau, das gibt's in dem Video, also bleibt dran. So, das Softcover von dem Dachzelt habe ich bereits abgenommen. Da gibt es auch nichts zu meckern. In einem extra Video zeige ich auch, wie das ganz schnell funktioniert. So sieht man das im zugeklappten Zustand mal von oben. Also es ist ganz flach. Auf der Matratze liegt das auf, das Ganze. Hier sind diese Schuhtaschen. In die kann man natürlich auch anderes Zeug rein machen. Das ist völlig egal. Auf jeden Fall ist es auch sehr wichtig, dass sie das hier immer, das ist das Moskitonetz, das sollte auf jeden Fall immer geschlossen sein. Aber in der Regel baut man das ja auch bei Regen relativ schnell auf. So, fangen wir mit dem Zeltaufbau an. Im Hintergrund plärren die Hühner, ich weiß nicht, ob man das hört. Sind nicht weit von hier weg. Das besteht aus zwei Teilen. Hier oben der erste Teil und der zweite jeweils mit einer Stange. Da gibt es auch gleich was dazu zu sagen, das mir nicht so gut gefällt. So, dann kann es ja losgehen. Also oben, was mir nicht gefällt, das ist dieses Fenster, das PVC-Fenster. Denn wenn es richtig heiß ist, also heute geht's, aber an heißen Tagen, ich habe mir wirklich schon die Finger verbrannt, das wird extrem heiß und lapprig weich. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, möchte es auch nicht wirklich probieren, bei welchem Wärmegrad sich das vielleicht ganz schnell, dass da vielleicht ganz schnell ein Loch reingeht, das weiß ich nicht. Das ist auch jetzt nicht so der krasse Kritikpunkt, sondern der wirklich krasse Kritikpunkt, der ist die Stange selber. So, die musste ich nämlich schon reparieren provisorisch, weil bei dem Gelenk, da ist mir die Schraube schon rausgegangen. Das war beim zweiten Aufbau schon. Und zwar liegt das daran, dass man da die Stange quasi hier durchfädelt. Und dann würde man das ja so hochdrücken und durch diesen Druck hat sich die Schraube dann gelöst. Ja, also das habe ich dann eben repariert. Ich zeige euch das mal eben. Das ganz gut sehen. Diese Schraube, die habe ich jetzt ersetzt. Die hält wesentlich besser. Die habe ich ersetzt und unten drunter einfach mit Muttern zugeschraubt. So. Ja, der Abstand, also da passiert nichts, wenn die Schraube drüber steht. Da wird nichts zerstört, kaputt gemacht oder gerissen. Das passt einfach. Auf jeden Fall war das Problem eben hier, wenn man die Stange dann bewegt, dann ist diese einfach rausgegangen. Hier unten ist die Originale drin. Ah, das sieht man sehr schlecht, das ist echt ein bisschen kompliziert, das alleine zu machen. Da ist die Originalschraube, so wäre also das wirklich super. Da ist auch nichts gewesen bei dem unteren, bei der unteren Stange, nur bei der oberen war das so. Und dann hat es auch, dieser Lack da ist ein bisschen, der ist auch zerkratzt von dem Kunststoffgelenk da. Also ich glaube, da könnte man auf jeden Fall nur noch eine Verbesserung einbringen. Dass wenn man diese Schraube hier, die ist ja bloß ins Kunststoff reingeschraubt, dass man da vielleicht eine Metallöse oder sowas nimmt, dann wäre das mit Sicherheit besser. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, ja, es ist nicht das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber jetzt passt's. Man muss natürlich auch sagen, ich stelle sehr hohe Anforderungen auf irgendwelche Outdoor-Geräte, Equipment. Und naja, nun, also jetzt kann man das auf jeden Fall ziemlich leicht hier hochmachen mit ein bisschen Druck. Ich nehme da immer den Daumen drunter, kann man das auch einhaken. Ihr habt es gesehen, das ist wirklich nicht so schwer. Und dann steht der obere Bereich. Und damit man die Stange hier ordentlich durchfädeln kann, nehme ich immer mit, weil das ja mit Klettverschluss verbunden ist, nehme ich immer das hier ab noch, weil sonst stört die Stange hier beim Durchfädeln. Und das würde dem Material, wenn man das ein bisschen zieht, um die durchzubekommen, gar nicht gut tun. Genau, um das zu vermeiden,
mache ich das einfach ab hier, das Rainfly, kann man sagen. Das ist ja der Regenschutz da oben drüber. Also das ist quasi das Dach, genau. So. Und dann haben wir hier unten die andere Stange. Wie gesagt, da ist jetzt alles in Ordnung. Hebe ich ein bisschen an und auch mit ordentlich Druck. Geht schon ein bisschen schwer, so ist das nicht. Aber es muss ja auch, dadurch ist es auch eine Stabilität. Durch den Druck nach unten kann das auch wirklich nicht zusammenklappen oder so aus Versehen. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Das soll ja passen. Kurz mal zwischendrin, ich werde oft gefragt wegen dem Dacia. Das sind hier einfach die habe ich vom Autohändler, wo ich das Auto selber her habe, die Dacia-Querträger, die es dazu gibt, die vom Haus selber. Und die passen. Es steht auch ein bisschen drüber, wie man sieht. Aber da fehlt sich einfach nichts. Das ist stabil genug. Dann haben wir hier noch ein kleines anderes Problem. Das geht aber jetzt auch. Und zwar, wenn man die Hand festmacht, die lösen sich dann schon hin und wieder. Das ist ganz wichtig, dass man diese Schrauben auf jeden Fall immer wieder kontrolliert. Ich habe dann mit einer Rohrzange das ordentlich nochmal festgezogen, aber so, dass halt nichts passieren kann. Das ist halt auch eben ein Punkt, der sehr wichtig ist. Diese Gurte hier, ja, das ist eigentlich selbstklärend. Der empfehle ich dann immer sofort nach dem Abnehmen des Covers, des Regenschutz, sofort hier aufs Autodach zu legen. Weil wenn man die Tür aufmacht und klemmt das ein, das tut der Tür und dem Gurt auch nicht gut. Das ist auch so ein kleiner Punkt. Der Rahmen und das alles ist sehr stabil. Hier kann man, hier sieht man, dass es überall festgezurrt ist, das Dachzelt. Das kann man dann mal wieder ein bisschen nachziehen sogar. Kann dem auch nicht schaden, habe ich ja schon seit ich es habe nicht mehr gemacht. So. Genau, da haben wir die Schuhtaschen. Die klappe ich jetzt einfach mal aus. Zack. Ja, die liegen halt auch gerne im Weg rum, aber das ist halt so, die könnte man auch theoretisch, das ist zwar hier, sieht man ja, das sind die Schlaufen, sind zwar fest vernäht, aber man könnte theoretisch hier mit einem Klettband oder so, das habe ich auch schon da hergerichtet, könnte man die auch da drum machen oder sowas. Das ist jetzt nicht so, dass es da unbedingt sein muss, ganz klar. Das ist ganz einfach. Zack, dann haben wir das Dach. So, ihr habt es gesehen, das war ganz easy going. Dann mache ich hier den Klettverschluss ab. Dann nimmt man die Stange hier und klippt die da ein. Und dann ist das Ganze fertig. Wunderbar stabil. Mal schnell die Luft putzen, links und rechts hier. Wichtige Geschichte. So, Dachzelt steht. Ihr habt es gesehen, das geht relativ schnell, das Ganze. Und jetzt mache ich noch das Tarp drauf. Das Tarp, das ist ja einmal ein Sonnenschutz, Regenschutz natürlich und es bietet auch etwas mehr Privatsphäre. Und man sieht hier ganz schön, dass die Kederleiste, die ist bei jedem Kido-Dachzelt eben schon mit reingearbeitet. Und da schlaufe ich jetzt das Tarp rein und spanne es auf. Vielleicht auch mal so interessant. Die Heringe, die mitgeliefert werden bei dem Tarp, sind eigentlich relativ stabil. Aber auf einem Campingplatz, wenn du bist oder so, dann kann es auch sein, dass du mal steinigen Untergrund hast. Da machen die da nicht ganz so eine gute Figur, muss ich sagen. Hat mir nicht so gefallen. Ja, und dann ist dieses Kunststoff ist dann auch gleich abgegangen. Okay, das ist jetzt bei dem einen so. Die anderen, die schauen ganz gut aus soweit, aber naja, gut, also es ist nicht so super stabil, wie man das gerne hätte. Genau, das wollte ich noch erwähnen. So, dann gibt es ja viele kleine Packtaschen, wie zum Beispiel vom Tarp, die Leiter, vom Stuhl, vom Tisch und so weiter. Das kommt dann alles hier in die Leitertasche rein. Und dann muss ich das Zeug am nächsten Tag nicht suchen, da habe ich alles beieinander.
Kann man schön sehen, das Tarp steht. Schön stabil abgespannt, das Ganze. Hier sind ja immer so kleine Schlaufen reingenäht. Da habe ich jetzt mit einem Klettband mein Handtuch immer da dran hängen. Da kann es schön trocknen und ja, allzu schwer darf da nicht hängen. Da kann man eben auch noch eine kleine Lampe oder sowas dran machen. Die Schlaufen hier übrigens sind dafür da, dass man diese Wings hier, also die Flügelseitenteile, einrollen kann und somit hier befestigt. Also wenn man die nicht haben möchte, dann kann man die einfach da wegrollen. Hier kann man es jetzt schön sehen. Ich habe jetzt vor dem Abbau die Seitenteile, die Flügel eingerollt mit dem Abspanngurt. Das Gute ist daran, dass es den Abbau wesentlich vereinfacht. Jetzt hast du nur noch ein Quadrat. Einmal zusammenlegen und ab in die Tasche. Wenn ihr mehr über das Tarp wissen wollt und den Aufbau etc., dann schaut mal in das Video oben rein. Das habe ich verlinkt. Dort zeige ich das alles ganz genau. Ich werde dir auf jeden Fall als Ergänzung zum Tarp hinzufügen noch ein Aufenthaltszelt, weil, also ein relativ günstiges, habe ich mir schon bestellt. Wenn du auf dem Campingplatz bist, dann brauchst du einfach ab und zu mal Privatsphäre. Bei ein, zwei Tage, da geht es noch so. Aber irgendwann ist es schon mal so, dass man ein bisschen, ja, so einen abgeschirmten Raum für sich haben möchte. Im Dachzelt liegen sie ja auch nicht so die ganze Zeit. Ich nutze das wirklich nur zum Schlafen. Also ich halte mich da drin quasi so nie auf. Ich hatte jetzt zwar noch nicht so mehrere Regentage, zwar genügend Regen und weiß daher, dass es eben dicht ist und so, dass sich da nichts fehlt. Aber ich weiß von meiner Art her oder wie ich halt so bin, dass ich irgendwann mal ein bisschen für mich brauche Platz. Deswegen kommt da noch ein Aufenthaltszelt dazu. Wie ich das dann aufbaue, weiß ich nicht, ob das an die Heckklappe kommt oder hier angeschlossen wird am Tarp selber oder das Tarp wegbleibt. Das muss ich ausprobieren, das weiß ich nicht. Das wird auf jeden Fall eine interessante Ergänzung. So, da habe ich vielleicht noch eine Lösung gefunden. Das Tarnnetz, wo ich habe, das passt da super an das Tarp dran. Einfach da drüber gemacht und hier verknüpft und da festgebunden. Boah, wie man sieht, passt sich das gut an. Und so hätte man auch auf dem Campingplatz tatsächlich ein bisschen mehr Privatsphäre. Beide Seiten damit abgespannt und schon ist das Ding zu. Das ist ja gar nicht schlecht. Also das heißt, es geht auch mit normalen Tarp. Mit einem 2 auf 3 Meter Tarp müsste das eigentlich auch machbar sein. So, das Loch hast du halt da immer noch, wenn es regnet. Aber das ist jetzt wurscht. Es geht jetzt um das einfach, dass man ein bisschen einen Blickschutz hat. So, noch ein kleiner wichtiger Tipp zu dem Dachzelt und dem Tarp. Wenn ihr Raucher seid, raucht nicht unterm Tarp, wenn ihr das Moskitonetz offen habt, weil das zieht es nämlich rein und das riecht wirklich nicht besonders toll dann in der Nacht. Und wenn ihr vorhabt zu grillen, macht es möglichst nicht unterm Tarp, denn da ist das Gleiche, der Fleischgestank oder sonstiges, das fettige Zeug, das riecht man dann in dem Dachzelt drin und das ist kein Vergnügen in der Nacht. Genauso gilt es für Feuerschalen. Mit der Feuerschale musste ich das Erlebnis selber machen. Tja, da war das ganze Zelt, ich habe halt das Moskitonetz offen gelassen, war eingenebelt mit dem unangenehm, ja, rauchigen Geruch eben. Und ich habe dann auch Kopfschmerzen in der Nacht bekommen davon, es war so unangenehm. Genau, das als Tipp, bitte nur für euch, keine Feuerschale oder nicht unterm Tarp grillen und auch nicht rauchen. Also müsst ihr selber wissen, aber ich kann euch nur den Tipp geben, lasst es sein. Bin ja auch schon öfters mal gefragt worden, wie das denn so ist, wenn man jetzt mit dem Dachzelt fährt auf so einem kleinen Wagen. Und ja, natürlich, man hört das Dachzelt. Es rauscht natürlich im Wind. Du hast ein bisschen weniger Leistung, das ist klar. Du merkst schon beim Anfahren und so, dass es eben, du hast halt Gewicht drauf. Es sind ja auch 49 Kilo, die da oben drauf sind, das merkst du. In den Kurven und beim Fahrverhalten allgemein, muss ich sagen, merke ich jetzt nichts. Also ich habe mich auch schon dran gewöhnt. Ich fahre das jetzt schon
ein Jahr rum. Gut, ich habe es mal 2 Monate unten gehabt. Vom Auto habe ich es mal runtergebaut. Aber es ist eben vom Fahrverhalten völlig in Ordnung. Also da fehlt sich wirklich gar nichts. Und das Windrauschen, das hast du mit einer Reling, beziehungsweise wenn die Querträger drauf sind, ja auch. Es nimmt minimal zu. Ist wirklich überhaupt kein Ding. Also bei mir ist es so, dass das Dachzelt eben das ganze Jahr drauf ist im Normalfall. Weil ich ja auch unterm ganzen Jahr immer mal weg möchte. Wintercamping ist ja auch so eine Sache, die ich gerne mache. Genau, und deswegen das Fahrverhalten, wie gesagt, da passt alles. Kein Problem. So, dann fangen wir mal an mit der ausgiebigen Roomtour. Zum einen kann man schon mal ganz schön sehen, das Moskitonetz, das große, wie weit das halt eben aufgeht. Also da geht jetzt schon richtig viel Luft da durch und durch die andere Seite, die ja auch offen ist, zirkuliert dann quasi die Luft wunderbar. Da fehlt sich auch überhaupt nichts. Also von dem her ist mehr als ausreichend. Natürlich schöne Aussicht hat man auch, klar. So, dann sind da oben die Lufthutzen zu sehen, hier mit dem Moskitonetz davor. Und da haben wir eine Tasche, wo man Sachen reintun kann. Und die ist auch wirklich wichtig. Dazu kommt der Schlüssel rein und so, Handy etc. Da oben ist auch noch eine. Allerdings habe ich die zweckentfremdet für meine Lichterkette. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich überall ziemlich viele Karabiner hier verbastelt. Also ich kann euch nur raten, beim Dachzelt viele, viele Karabiner zu haben. Die kann man wirklich gebrauchen. So, dann haben wir hier diese kleinen Ösen. Die sind dann für das, für das Innenzelt, Wärmezelt, meine Güte, genau, die sind dann fürs Wärmezelt, da hängt man das einfach so ein. Ach so, das habe ich hier oben gar nicht aufgemacht, das wollen wir jetzt auch gleich noch machen. So, jetzt habe ich es oben auch noch geöffnet, puh, aber ich muss schon sagen, durch das, dass da oben jetzt offen ist, da geht schon Wärme rein. Das sieht man ja auch, hier ist ja wirklich wunderbar Sonne, ist jetzt schon viel. Aber das ist schon toll, man kann da wirklich ein bisschen die Sterne sehen. Natürlich nicht so klar, wie jetzt, wenn man jetzt rausgeht. Das ist ja auch ein bisschen schmutzig und so, das gehört auch mal wieder geputzt. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Ja, genau, auf jeden Fall kann man da eben ganz öffnen noch. Also da kann man wirklich durchgreifen. Mache ich aber jetzt wegen dem Viehzeug nicht. So, und da ist dann auch schon der Wohnraum. Mehr brauche ich nicht, mehr ist es nicht. Jetzt schauen wir mal, man sieht ja meine Füße, ich Platz habe. Also zwei Leute würden schon gerade so gehen, aber ich betone eben gerade so, weil es nur 1,20 Meter und bei 1,20 Meter, ja, ich bin halt doch so meistens Bauchschläfer und seitlich, ja, wenn man seitlich schlafen würde, wäre es eigentlich kein Problem so, aber ich bin Bauchschläfer und ich liegt dann teilweise so dort. Wenn jetzt noch eine andere Person dabei ist, die ähnlich arbeitet in der Nacht, hast du schon ein Problem. Mit meinem jüngsten Sohnemann, da geht es gerade noch so. Ja, wenn das Thermotent drin ist, dann hast du ja auch noch ein bisschen Raumverlust natürlich. Das ist ganz klar. So, was gibt es zu sagen? Feuchtigkeit in der Nacht und am Morgen. Auf dieser Seite hier gar nicht. Maximal, dass da unten ein bisschen was ist, dass das hier feucht ist. Da ist es auch so, dass es eher hier so ein bisschen an den Ecken feucht wird. So, also hier unten auch ein bisschen kann sein, wenn man es auf jeden Fall nachts gut offen lassen. Zumindest halt, wenn es jetzt kalt ist, dass man halt wenigstens bis daher überall so offen lässt. So mache ich das definitiv immer. Oben habe ich es in der Regel zu, nur wenn ich kurz vorm Einschlafen so bin, dann schaue ich gerne noch mal ein bisschen raus. Aber meistens mache ich es dann zu, ich brauche das da oben nicht offen. Genau. Phänomenal ist, dass es die Seite immer erwischt mit der Feuchtigkeit. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist wie gesagt immer offen. Ich habe es auch schon ganz offen gehabt in der Nacht, wie es sehr warm war. Und trotzdem ist hier immer Feuchtigkeit. Also es betrifft beide Seiten eigentlich irgendwie komischerweise die ganze Seite. Ist jetzt nicht tragisch, also ist jetzt nicht so, dass da was reintropft. Man
darf das nicht überbewerten jetzt, sondern es ist einfach immer eine Feuchtigkeit da, was aber dann am Tag sehr, sehr schnell wieder abtrocknet. Das ist überhaupt kein Problem. Im Winter war es halt so, da war es hier auch sehr, sehr feucht und da war auch Eis dran. Auf der anderen Seite ist es halt einfach diese Bodenfeuchtigkeit, ganz klar. Gerade bei so einer Wiese oder so ist das halt eben der Fall. Und witzigerweise erwischt es immer die Seite. Ich nehme mal an, keine Ahnung, vielleicht weil die offen ist und da drüben eben dieser Schutz, der Regenschutz da noch drüber ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe durchgelüftet die ganze Nacht. Und trotzdem ist das in diesem Fall so, dass da immer Feuchtigkeit ist. Die Reißverschlüsse, die gehen alle einwandfrei. Da passiert nichts. Die hakeln auch nicht besonders. Also gehen so, wie sie gehen sollen. Und ja, wer nachts alleine unterwegs ist vielleicht, dann hat ein bisschen Angst. Ich kann einen kleinen Tipp geben, es gibt so kleine Karabiner wie den hier. Den kann man da einfach hier so einhakeln. Und dann kann auch keiner mehr das Dachzelt oder diesen Eingang einfach so öffnen. Da bleibt es dann auf jeden Fall hängen. Du hast noch genug Zeit, um zu reagieren. So, die Matratze ist hier. Die hat da irgendwo einen Reißverschluss. Auf der anderen Seite, glaube ich, da kann man das raus, also das, den Stoff abmachen, den Schaumstoff rausnehmen und das mal waschen. Das ist also wirklich super. Und unten drunter habe ich das 3D-Mesh wegen der Feuchtigkeit. Wenn ihr euch ein Dachzelt kauft, ohne das braucht ihr gar nicht anfangen. Das ist das Allerwichtigste. Außerdem knarzt die Matratze nach dem Neukauf gerne ein bisschen. Und das liegt auch mitunter daran, dass das auf dem Gummi da unten schleift, reibt oder sonstiges. Genau, und deswegen, wenn man dann diesen 3D-Mesh hat, zum einen knarzt es dann nicht mehr so. Und zum anderen ist es eben wegen der Feuchtigkeit definitiv sinnvoll. Sonst geht euch die Matratze irgendwann kaputt, kriegt dann Stockflecken oder schimmelt sogar. Ja, wie ist es denn jetzt so im Dachzelt nach diesem Jahr? Also ich finde es einfach mega und ich möchte es nicht mehr missen, muss ich sagen. Das war die beste Entscheidung wegen meinem Rücken, die ich jemals getroffen habe. Weil es einfach hier oben zu liegen, das hat so eine verspielte Angelegenheit. Das ist so ein bisschen wie ein Baumhaus. Wenn ihr als Kind ein Baumhaus gemacht habt, dann wisst ihr, dass wenn man dann höher saß, das einfach so ein tolles Gefühl ist. Und das ist auch im Dachzelt so. Es ist einfach wie ein Baumhaus. Und du bist natürlich von dem ganzen Viehgesumsel, ja, und Wildschwein und so, was natürlich hier im Maisfeld mit Sicherheit auch passieren könnte. Du bist halt komplett weg und das fühlt sich halt schon sehr gut an. Außerdem hast du im Sommer auch immer ein bisschen einen Vorteil hier oben, da geht immer mehr Wind. Ist halt so, die Luft ist hier einfach besser, die geht da schön durch. Wenn du am Boden bist, hast du viel abgeschirmte Punkte, wo dann halt einfach ein bisschen stickiger ist. Ich fand auch am Boden im Sommer ist es eigentlich unerträglich, aber in diesem Zelt hier ist es tipptopp. Und danke an das Zelt und an Kido, dass ich jetzt quasi den Sommer draußen sein konnte. Weil früher habe ich im Sommer immer die Outdoor-Pause gemacht, war dann mehr wandern oder am See. Aber so konnte ich eben wunderbar, so wie heute eben, draußen übernachten. So, das Zelt habe ich nicht gesponsert bekommen, nur weil ich gesagt habe, danke Kido, sondern es war jetzt im Allgemeinen, weil ich einfach dankbar bin, dass das Zelt mir so einen großen Spaß macht. Tja, so ist das. Genau, so sind wir fertig hier oben. So, das war's auch schon. Und wie ist das Dachzelt jetzt nach einem Jahr Benutzung für mich? Ich finde es klasse. Diese Kleinigkeiten, die ich jetzt gezeigt habe, die sind nicht tragisch. Die kann man richten oder ergänzen. Es gibt ja auch Ersatzteile bei der Kido-Seite. Vielleicht hole ich mir da einfach nochmal so eine Schraube oder so eine Stange nochmal nach. Schauen wir mal. Auf jeden Fall so, wie ich es jetzt gemacht habe, geht's. Die Feuchtigkeit ist auch kein Thema. Da kann man einfach ein Mikrofasertuch nehmen und es dann schön abtrocknen, schon mal vortrocknen. Ja, genau, das ist überhaupt kein Thema. Es ist wetter geschützt, es regnet nichts durch oder sonstiges. Von dem her super. Wenn ihr wissen wollt übrigens, wie man sich jetzt, langsam fängt es ja wieder an, kalt zu werden, sich in der Winterzeit in dem Dachzelt warm zu halten, dann schaut mal in das Video rein, da gebe ich ein paar Tipps dazu. Ansonsten fällt mir jetzt so nichts mehr ein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die bitte in die Kommentare rein und ich werde versuchen, die möglichst schnell oder ja, relativ kompetent zu beantworten. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier draußen in der Natur irgendwie wieder.
auf meinem Kanal. Danke fürs Reinschauen, für eure Zeit. Bleibt gesund, macht es gut. Servus, ciao.